Moin, ich begrüße euch bei Nordic Moor. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich vernünftig erkennen. Die Lichtsituation ist heute ein bisschen schwierig. Das liegt aber daran, ich wollte jetzt mit möglichst wenig Umgebungslicht arbeiten, damit ich euch die Lampe vernünftig zeigen kann. Denn heute soll es nicht nur um Pflanzen gehen, sondern auch um die Helialux von Juwel, die ich hier eingebaut habe, und zwar mit Smart Control. Das Smart Control möchte ich euch auch zeigen, aber vor allem, damit man auch einigermaßen erkennen kann, was die für ein hübsches Licht macht. Ja, ist das heute, ist die Umgebung ein bisschen dunkler und wird dann auch noch ein bisschen, sogar noch ein bisschen dunkler. Ich habe heute ein kleines, ja, nicht ganz Unboxing, aber ich habe die Pflanzen auch schon bekommen. Und zwar kann ich das auch ruhig sagen, habe ich die bei aquarienpflanzenshop.de bestellt. Und zwar auch nicht zum ersten Mal. Ich habe hier durchaus auch öfter schon mal Pflanzen bestellt. Und in der Vergangenheit. Und wie ich angekündigt habe, habe ich einiges an Anubias. Ihr kennt das von mir, ich halte die jetzt gerade mal so vor die Kamera, aber wir gucken uns dann die einzelnen Pflänzchen auch noch mal genauer an. Die sind wahnsinnig schnell angekommen, muss ich sagen. Und so auf den ersten Blick sehen die auch sehr schön aus. Ja, verschiedene Sorten. Ich habe hier eine Bateri Anubias, dann habe ich eine Conginensis. Moment, so. Natürlich auch Nanas. Es müssten drei Stück sein. Dann haben wir hier eine Bateri Glaba. Also ich habe auf jeden Fall verschiedene Sorten haben wollen und nicht einfach nur die Standard Bateri. Hier noch eine weitere Nana, noch eine und dann haben wir hier noch zwei Pintos, und zwar sind die gescheckt. Die zeige ich euch gleich. Die sehen ganz besonders hübsch aus. Die sind ein bisschen lichthungriger und ich wollte ja hier mit besonders wenig Licht fahren. Deswegen hoffe ich, dass die trotzdem funktionieren werden. Aber da es immer noch eine Anubias ist, gehe ich durchaus davon aus, dass die jetzt damit wohl zurechtkommen werden. Ja, okay. Ich trete aber jetzt erstmal einen Schritt zur Seite. Denn ich möchte euch jetzt zeigen, wie wunderschön kristallklar das Wasser ist, so dass man auch zum ersten Mal sehen kann überhaupt, wie der Innenaufbau richtig aussieht unter Wasser und die Strukturrückwand. Und ich muss sagen, dass ich ganz gut zufrieden bin und dass mir das ziemlich gut gefällt. Und was mir aber, ich muss echt sagen, am allerbesten gefällt von allem, ist der Bodengrund. Ich muss immer wieder auf den Bodengrund halten. Ich finde die Farbe einfach unheimlich toll. Das sieht so natürlich aus. Ich sehe durchaus, dass es in der Aufnahme ein bisschen flackert. Das ist jetzt einfach der LED geschuldet, weil die einfach in einem verschiedenen. Die fährt rauf und fährt runter, ne, von der Lichtfarbe her und von der Intensität. Und deswegen kann ich das jetzt eigentlich, ja, nicht weiter beeinflussen. Also da müssen wir mit fertig werden, dass das ein bisschen flackern wird, das Licht. So, hier im Dunkeln stehen die Pflanzen. Die zeige ich euch jetzt gleich erstmal bei Licht betrachtet. Ich glaube, das ist das Vernünftigste. So, ja, also, dann fangen wir mal an mit der größten Pflanze. Und zwar habe ich eine. Das ist die Anubias Bateri, die auch schon was größer ist. Ich habe die auch so bestellt. Also man konnte die auch im 5 cm Topf steht ja meistens dann da. Dieser hier ist ein bisschen größer, weil die ja auch sehr langsam wachsend sind, die Anubias. Deswegen war es mir wichtig, dass die ein oder andere zumindest schon mal ein bisschen größer ist. Dann packe ich jetzt mal hier die Congensis. Ich halte es einfach mal in die Kamera, das Schild.
Das ist eine Anubias, die längere und spitzere Blätter macht. Das hat mir ganz gut gefallen. Auch überhaupt sehr schön, wie die, so wie die Orgelpfeifen von groß nach klein. Nur, dass das Töpfchen nicht stehen bleibt. Dann hier nochmal die Glabra. Nee, Glabra? Glabra, ja, genau. Ups. Die ist schon aus dem Töpfchen rausgefallen. Das ist auch nochmal so eine. Die soll tatsächlich, wenn die neue Blätter rausschiebt, sollen die gelblich sein. Also es ist dann kein Anzeichen davon, dass die irgendwie unterversorgt ist oder so, sondern die jungen Blätter, die sollen gelblich rauskommen. Stand zumindest in der Beschreibung. Und dann ist das, wie man sehen kann, auch nochmal eine mit schönen, schmalen Spitzenblättern. Dann werde ich jetzt mal exemplarisch hier eine von den Nanas rausholen. Anubia Nana, das sind natürlich kleine, ne? Viele von euch werden die kennen. Und da das ja jetzt auch nicht so ein Riesen-Aquarium ist, habe ich auch einige kleine bestellt, drei Stück hier erstmal an der Zahl. Und was ich jetzt halt wirklich besonders hübsch finde, ist genau diese. Ich hoffe, dass die scharf stellt, die Kamera. Ich kann das gerade nicht sehen auf dem Display. Und das ist eine, wie man hier sehen kann, gesprenkelte. Und zwar, ja, grün-weiß. Hier sieht man, dass die sehr weiß sind, die Blätter. Aber je älter die werden, desto grüner werden die dann auch. Und weil einfach weniger Grünanteil in den Blättern drin ist, braucht die Pflanze mehr Energie, um sich zu versorgen. Ja. Ne? Je heller, je weißer ein Blatt ist, desto mehr Lichthunger haben die Pflanzen auch, um Photosynthese zu betreiben. Brauchen die einfach dann mehr Energie. Okay, davon habe ich zwei Stück. Und ich schlage vor, wir gucken jetzt mal, dass wir da einen schönen Platz finden. Ich hatte ja vor, die in die Rückwand zu kleben. Moment, so. Ich wollte die schön verteilen. Und dann gucken wir, dass wir schöne Plätze finden. Sollte sich herausstellen, dass das noch viel zu wenig Pflanzenmaterial ist, dann kann man ja ohne weiteres auch noch mal was nachbestellen. Das ist ja nicht das große Problem. Der Kleber, den ich bestellt habe, der ist leider noch nicht angekommen. Jetzt habe ich hier nur noch eine kleine Tube von dem Dupla Pflanzenkleber. Und deswegen sollte der nicht reichen. Diejenigen, die das gesehen haben bei mir, den Content über die Korallen, die kennen den schon. Ich werde den einfach dann verwenden, weil was fürs Meerwasser okay ist, kann für Süßwasser nicht schlecht sein. Und der wird nicht nur Korallen kleben, sondern auch Pflanzen. Davon gehe ich schwer aus und deswegen kommen wir nicht hin, dann benutze ich den. So, ja, ich habe die Pflanzen auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Ihr müsst da diese Steinwolle dann abmachen und so die Eimer abspülen. Ich bin mit der Qualität der Pflanzen extrem gut zufrieden, weil da sind keine gammeligen Blätter. Die Wurzeln sehen alle top aus. Also von daher bin ich wirklich gut zufrieden damit. Das Einzige, aber das ist auch nicht wirklich ein Problem, ich habe die Anubias bateri hier, die großblättrige, als Mutterpflanze bestellt. Die ist ja auch was größer, allerdings war das Rhizom zweigeteilt, sodass ich jetzt zwei Teile davon habe. Und ich wollte ja eigentlich eine große Pflanze haben, aber möglicherweise hätte ich sie dann selbst zweigeteilt. Insofern finde ich das nicht so schlimm. So, aber wie gesagt, insgesamt finde ich, sehen die alle großartig aus und ich bin wirklich gut zufrieden damit. Ich möchte jetzt damit anfangen, dass ich von diesen beiden kleinen eine hier oben drauf setze. Wie gesagt, ich plane die hier auf die Steinwand aufzukleben. Und dafür nehme ich jetzt mal meinen Pflanzenkleber. Wenn ihr die Pflanzen aufklebt, achtet drauf, wieso kommt hier denn kein Kleber raus? Ist doch aufgemacht. Hä? Was ist das denn? Da ist ja gar nichts drin. Da kommt überhaupt nichts raus. Ich muss dazu sagen, ich habe den auch schon sehr lange rumliegen. Aber jetzt kommt ein bisschen was. Na gut, okay. Gut, dass ich den anderen habe. Den Korallenkleber.
Ich wollte sagen, achtet drauf, dass ihr könnt den Kleber mit Ruhe auf die Wurzeln machen, weil die wachsen immer wieder nach. Nur das Rhizom ist da schon ein bisschen empfindlicher und dann ist es halt so, dass ihr auch, obwohl man immer wieder hört, man könne die nicht einpflanzen. Es will nicht mit dem Kleber. Ich nehme den anderen, den guten, mit dem wir schon Erfahrung gemacht haben. Tatsächlich kann man Anubias auch einpflanzen, allerdings muss man dann darauf achten, dass man das Rhizom nicht mit einpflanzt, denn dann kann das anfangen zu gammeln. Also dann nur bis zu den Wurzeln einsetzen und nicht das Rhizom mit in die Erde. So, da kommt was. Bin ich sehr gespannt, wie die sich in Zukunft machen werden, jetzt hier die Pflanzen. So, okay, weiter geht's. Jetzt habe ich hier die Congonensis. Da habe ich mir gesagt, die werde ich hier auf die Seite setzen. Die gefällt mir hier extrem gut und die werde ich auf den Stein aufkleben. Und dann werde ich jetzt einfach gucken, dass ich die schön hier verteile im Becken. Und da muss man einfach mal gucken. Übrigens, wie die sich entwickeln. Ich habe natürlich das Wasser schon auf Temperatur mittlerweile. Die Heizung lief jetzt natürlich die ganze Zeit nicht mit, weil es nicht nötig war. Aber jetzt, wo dann die Pflanzen reinkommen, ist die natürlich an. Und ich bin so auf 24 Grad. Man könnte sich überlegen, ob man bis auf 23 runtergeht. Aber ich glaube, muss man auch nicht unbedingt. 24 Grad ist meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. 25 müssen es nicht sein für Tanganyika-Barsche. Die sieht da gar nicht so schlecht aus, finde ich. Eine von den Nanas könnte man hier auch noch vorne hinsetzen, dass man die hier unten hat. Und das Schöne ist jetzt einfach an diesen Pflanzen, dass wir die einfach in die Steinwand reinkleben können, wenn sie denn halten zumindest. Es wäre schlau gewesen, tatsächlich an der Stelle Handschuhe anzuziehen, weil ich möchte mir jetzt selber natürlich die Finger nicht mit ankleben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wohl so geht. Und ich bin so froh, ne? Weil, wie gesagt, endlich wieder Anubias. Das sind ja meine absoluten Lieblingspflanzen. Und ich freue mich sehr darüber. Hier, ja, ich bin noch am Überlegen. Eine da, eine da. Das ist eine weiße, die möchte ich woanders haben. Die Frage ist, ob man von den Großen eine hier in die Ecke setzt, aber ich will auch nicht alle auf einem Haufen haben eigentlich. Andererseits, ja, oder hier, da sieht die doch schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Teilweise sind es Arten, also die Congonensis, da steht auf jeden Fall in der Beschreibung, dass die 40 cm werden kann. Das müssen wir mal abwarten, ob die. Und die Bateri ist natürlich auch eine von den Arten, die eben eher groß wird. Oh, jetzt geht die Strömungspumpe wieder an. Die hat nur eine Pause von 10 Minuten drin. Bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert hier. Ich werde die mal eben lieber wieder pausieren, bevor es mir die ganzen Pflanzen wegtreibt. So, aus. Gut, die klebt und die klebt und die klebt und die Batterie klebt. Jetzt habe ich hier noch eine Nana und noch eine Batterie. Und die sind alle fest. Die ist noch nicht fest. Jetzt ist es natürlich so, wir müssen die auch nicht auf Teufel komm raus festkleben. Das ist ja das Schöne, wenn die so halten, dann kann man sie auch einfach
jetzt in so eine Steinspalte reinklemmen oder so. Das wäre jetzt auch nicht das Problem. Ich weiß noch nicht, ob ich die hier langfristig lassen möchte, da. Und solange ich noch nicht, wie bei den Korallen auch, solange ich noch nicht genau weiß, ob die ihren finalen Standort haben, muss ich sie auch nicht festkleben. Wir könnten jetzt hingehen und auch auf den Stein nochmal eine von den kleinen draufkleben vielleicht. Oder zumindest mal eben gucken, wie das aussieht. Wenn hier eine mitten so drauf sitzt, aber... Ja, das begeistert mich gar nicht so, wie ich am Anfang dachte. Vielleicht schiebe ich die einfach hier mal rein. Bloß mit, wenn man sie nicht festklebt, kann es natürlich passieren, dass man am Ende Barsche hat, die die halt vielleicht rausziehen. Aber normalerweise, also aus der Steinwand ist mir das nicht bekannt. Wenn man die eingräbt und man hat natürlich dann zum Beispiel Schneckenbundbarsche oder so, kann es selbstverständlich passieren, dass die die dann ausgraben. Das ist ja gerade im Tanganyika-Bereich auch gerne mal ein Problem, wenn man grabende Fische hat, logischerweise. Dann muss man gucken, dass man die Pflanzen, die man einsetzt, so sichert, dass die nicht ausgegraben werden können. Ich möchte auf jeden Fall da noch eine haben, vor der Strömungspumpe nach Möglichkeit, aber so, dass die nicht volle Möhre die Strömung abkriegt, also vielleicht irgendwie hier hinten rein oder so. Oder hier oben drauf, das geht auch. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Die Frage ist, ob wir da eine Nana nehmen oder die Bateri, die andere. Diese hier. Das kommt natürlich auch nicht schlecht. Das hat durchaus was. So ein bisschen in die Richtung, dass die die Strömung nicht von vorne kriegt. Das könnte funktionieren. Dann machen wir das mal. Genau. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Gut, ich muss mich revidieren. Obwohl, nee, ich glaube, das ist ein junges Blatt. Das ist auch kein welkes Blatt. Das ist einfach nur jung. Deswegen ist es heller. Also die sind alle super. Die Qualität sieht wirklich gut aus von den Pflanzen. So. Jetzt muss auf jeden Fall hier noch was hin. Da treibt schon noch eine von den... Ich glaube, die klebe ich auch auf den Stein auf. Die weiße, die andere. Und dann haben wir noch eine unterzubringen. Eine Nana. Und da bin ich einfach noch nicht sicher, wo ich die haben will. So, die kommt hier vorne drauf. Na, komm her. Das Geniale ist, dass die Steine, ich glaube, ihr seht mich gar nicht, aber es reicht ja, wenn man mich hört, dass die Steine ja auch nur hier eingesteckt sind. Und wenn mir das irgendwann nicht mehr gefällt, dann kann ich den Stein runternehmen und dann sitzt die Pflanze da schon drauf. Finde ich auch gar nicht mal so doof. So, wahrscheinlich wäre es vernünftig. Ich muss mal eben ein bisschen zurückgehen. Ein bisschen Abstand drauf gucken. Also entweder würde ich vorschlagen, setzen wir die andere jetzt noch, die eine, die noch übrig ist, links unten in die Ecke oder rechts unten in die Ecke. Also jetzt nicht ganz unten. Ich zeige euch das mal. Also ich könnte mir vorstellen, die entweder hier hinten reinzusetzen. Da irgendwie so. Oder hier unten. Weil hier ist auch irgendwie noch nichts. Und das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Die muss ich hier vielleicht auch gar nicht kleben, sondern kann die hier in das Loch reinstecken. Wenn es passt. Ich will sie auch nicht kaputt brechen. Ihr müsst dann auch aufpassen. Das ist mir tatsächlich in der Vergangenheit schon passiert. Wenn ich die zu doll irgendwo reindrücken wollte in irgendeine Felsspalte, dass mir dann das Rhizom durchgebrochen ist. Das ist dann nicht so schlimm. Davon geht die Pflanze nicht kaputt. Aber sie ist dann halt im Grunde genommen geteilt an der Stelle. Doch, ich glaube, das gefällt mir da echt gut. Besser als auf der anderen Seite. Ich will ja auch nicht alle Höhlen, die ich gebaut habe, zustellen mit Pflanzen. Aber...
Wenn ich mir das jetzt so angucke, muss ich sagen, gefällt mir das gar nicht so schlecht. Ich gehe jetzt gleich mal mit der Kamera näher ran, dass ich euch das vernünftig nochmal zeige. Jetzt habe ich mir doch ein bisschen die Finger verklebt, aber das ist Berufsrisiko. So. Okay, dann gehen wir mal näher ran. Mal die olle Leiter aus dem Weg. Und ich muss sagen, natürlich ist das Geschmackssache, aber ich bin da echt angetan. Ich mache mal eben die Umgebungsbeleuchtung aus. Ich glaube, dann wirkt das noch mal besser. Ich finde, das gibt dem ganzen Scape unheimlich viel, dass da einfach diese grünen Farbtupfer jetzt drin sind und alles andere ist so steinartig gehalten. Das ist ungefähr, wie ich es mir vorgestellt habe. Das gefällt mir wirklich gut. Und ich glaube, man muss auch gar nicht noch mehr einsetzen. Und vor allem, ich meine, auch wenn Anubias jetzt Pflanzen sind, die wachsen jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber sie wachsen natürlich. Und die wachsen ja so, dass sich das Rhizom quasi verlängert. Und dann kann man die da ja auch einfach irgendwann trennen, wenn es einem zu groß wird. Hat wieder einen Ableger auf diese Weise und kann dann gucken, ob man eine Stelle hat, wo man noch wieder den dann einsetzt. Insofern würde ich sagen, ich würde es erstmal jetzt so lassen und gar nicht noch was nachbestellen an Pflanzen. Ich finde die einfach echt schön, diese Pinto, diese gesprenkelten. Ich hoffe, dass die sich halten, weil mit weißblättrigen Pflanzen hat man ja schon oft gehört, dass die entweder die Farbmorphe nicht halten, also das ist natürlich keine natürliche Form, sondern eine Zuchtform, und entweder halten sie die Farbe nicht, dass sie dann nach und nach immer grünere Blätter schieben, oder sie geht kaputt, weil sie nicht genug Photosynthese betreiben kann. Aber die ist jetzt nicht so krass weiß, bis auf diese Blätter hier, aber die meisten Blätter sind schon noch, haben einen hohen Grünanteil, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die wohl farbstabil sind. Da werden wir auf jeden Fall Erfahrungen machen dann jetzt. Und ich werde euch auch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Ja, ich finde das wirklich hübsch. Also mir gefällt es gut. Sand, der Aufbau, die Rückwand. Ich finde, das passt alles wunderbar. Und dann ist ja jetzt im Grunde genommen der Moment gekommen, wo wir uns mal mit dem Licht beschäftigen können. So, bevor wir zum Licht kommen, noch mal einmal hier für euch die Sorten, die ich jetzt eingesetzt habe. Ja, wie man sehen kann, auch von unterschiedlichen Produzenten, Herstellern und ja, wo ich sie bestellt habe. Ich verlinke euch das. Ich habe es ja auch gesagt vorne im Video. Wenn ihr die auch haben wollt, dann wisst ihr, wo ihr sie jetzt finden könnt. So, mal wieder unüblich, wie üblich, unübliche Kameraperspektive. Also, hier unten habe ich den Controller, den Smart Controller. Das funktioniert so, dass ihr einfach den Anschluss nimmt von eurer Lampe. In diesem Fall halt, also das geht jetzt auch nur mit der Helia Lux. Die Standardlampe, die mit dem Juwelbecken kommt, die ist nicht dimmbar. Deswegen könnt ihr entweder diese nehmen oder jetzt neu ja auch von Shihiros eine, die da reinpasst. Die gab es damals noch nicht. Hätte es die schon gegeben, hätte ich die Shihiros genommen, weil die ist, glaube ich, billiger. Und auch nicht schlechter wahrscheinlich. Aber sei es drum. Wir haben jetzt das Original und der Smart Controller wird da einfach zwischengeschaltet zwischen Netzteil und Lampe. Und dann ist das ziemlich einfach, den einzustellen. Ich überlege jetzt gerade, während ich rede, noch, wie ich euch das am besten zeige. Das läuft nämlich über das Handy. Das stellt eine Wi-Fi-Verbindung her. Da loggt ihr euch dann ein. Ist natürlich auch alles beschrieben. Und dann ja, werde ich mal versuchen, euch das einzublenden, wie das Ganze dann aussieht. Ich will hier noch mal eben zumachen. Jedenfalls schon mal so andeutungsweise. Moment. So, passt. Beweis ist angetreten. Es ist tatsächlich passt. Also, ich will mal versuchen, das so zu machen, dass ich einfach hier sitze
und im Zweifelsfall super gelbstichig aussehe. Und dann will ich hoffe, dass es klappt, dass ich euch das jetzt... So, ich hoffe, dass ich euch das jetzt gerade einblende, was ich hier vor mir habe. Das war jetzt gerade, ich hatte mich erst in die falsche App eingeloggt. Jetzt sind hier mittlerweile schon ein paar mehr drin. Also ihr geht quasi, ihr loggt euch ein über WLAN mit dem Handy oder Laptop. Wenn ihr das habt und die Verbindung ist hergestellt, dann gebt ihr die IP-Adresse ein. Das steht hier alles drin in dem Quick Start und auch in der Bedienungsanleitung. Und dann habt ihr das schon auf dem Bildschirm. So, und dann seht ihr das, was ich hier sehe, beziehungsweise seht ihr nicht, weil das ist bei mir schon, ich habe das jetzt schon eingestellt. Und zwar geht ihr über, wo geht ihr rüber? Also ich habe das jetzt, hier habt ihr quasi die Einstellungen, da könnt ihr die Uhrzeit einstellen. Also hier habe ich überhaupt nichts verstellt, das ist alles voreingestellt, so wie es standardmäßig ist. Ich habe hier nur die Uhrzeit richtig eingestellt, weil die passte nicht. Dann könnt ihr hier Profile anlegen und ihr seht hier schon Tanganyika. Ich hoffe, dass ich euch das jetzt hier zeigen kann. Es ist nämlich möglich, Load Profile. Und jetzt habt ihr hier nämlich verschiedene schon Biotope, die Juwel zur Verfügung stellt. Also ihr könnt hier einfach ein Standardprofil anlegen. Ihr könnt hier Standard ohne Futterpause. Dann gibt es hier Malawi Tanganyika, ein vorprogrammiertes Setup. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Biotop Amazonas gibt es auch. Und ich habe das hier ausgewählt. So. Und dann ist das alles voreingestellt. Die Lichtfarbe ist voreingestellt, die Uhrzeiten sind voreingestellt. Und wenn eure Uhrzeit damit passt, dann startet das entsprechend, fährt rauf, fährt runter, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ihr müsst da gar nichts mehr machen, wenn ihr ein voreingestelltes Profil habt oder ihr geht einfach hin und habt hier ein Standardprofil und könnt das dann einfach so anpassen, wie ihr lustig seid. Ne? Ihr könnt dann hier die Uhrzeit eingeben, welche ihr haben wollt. Ihr könnt noch eine adden, also noch eine weitere Stufe adden oder einfach löschen, so wie ich das gerade gemacht habe. Oder ihr stellt hier die Uhrzeit anders ein. Ich will das jetzt nicht umstellen, aber ich glaube, das Prinzip ist klar, ne? Und dann könnt ihr hier, wenn ihr da drauf klickt, auch natürlich die Lichtfarbe einstellen. Ihr seht jetzt, wie das rauf und runter geht hier, das Blau. Ne? Genau dasselbe mit Weiß, Rot und Grün. Die Farbeinstellungsmöglichkeiten habt ihr. Ihr könnt dann auch noch einstellen, ob es bewölkt ist, wie stark es bewölkt ist, wie schnell die Wolken sich bewegen. Das ist alles möglich hier. Und dann, ja... Ist das gar nicht mehr? Und mehr Erfahrung habe ich bisher mit der Lampe auch noch nicht gemacht. Ihr seht jetzt hier gerade, dass ich also die Tanganyika-Einstellung jetzt um kurz vor 11. Ihr seht, der Blauanteil ist besonders hoch. Grün und Rot stehen auf 50% und Weiß auf 60. Und dann ist das halt... Kann ich euch das jetzt zeigen? Nee, das kann ich euch jetzt hier nicht zeigen. Jedenfalls, aber man kann das ja an der Grafik auch sehen, ne? Dass das im Grunde genommen bleibt es so bis zum Abend und ab 18 Uhr fängt das dann an, dass das Licht runterdimmt, dass dann der Blauanteil sinkt, rot, alles geht langsam runter und gegen 24 Uhr oder ja, gegen zwischen 11 und 12 ist es dann aus. Ich werde das jetzt erstmal so beobachten, ob mir das so gefällt. Ich finde die Lichtfarbe so übel gar nicht. Ich mache noch mal eben die Umgebungsbeleuchtung aus, weil ich glaube, dass man das dann einfach besser sieht. Also ich finde, dass die jetzt ein sehr schönes Licht macht. Mir gefällt es wirklich gut. Ob das jetzt auf Dauer so bleibt, werde ich anhand der Fische entscheiden, die dann in Zukunft kommen und wie die das so finden. Und da werde ich mal gucken, auch wie die Fische aussehen unter dem Licht. Und gegebenenfalls passe ich dann einfach die Farben noch ein bisschen an. Und eventuell, je nach Fischbesatz, mache ich auch den Weißanteil runter, dass das einfach gar nicht so hell ist. Weil im Grunde genommen muss es gar nicht so hell sein. Und der Vorteil ist halt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Der Vorteil von der Lampe? Nein, der Vorteil vom Thema Tanganyika ist, dass im Grunde genommen... eine
günstige Art und Weise ist, ein Aquarium zu betreiben. Denn die Fische brauchen keine hohen Temperaturen, wie zum Beispiel im Amazonasbereich. Da brauchst du ja eigentlich unter 26 Grad gar nicht anfangen. Eher mehr. Das kommt natürlich sehr auf den Fischbesatz an, aber ihr wisst es vielleicht selber, viele Fische, oder nehmen wir das populärste Beispiel, Diskus, habt ihr 29 oder 30 Grad Wassertemperatur. Die muss natürlich auch erstmal erreicht werden. Das heißt, es kostet jede Menge Strom, die Temperatur zu halten oder zu erreichen, eben auch die hohe Temperatur. Hier habt ihr das so, dass ihr könnt das auf 23 Grad halten, bei den meisten Fischen. Die kommen damit zurecht. Die Anubias kommen da auch spielend mit klar. Das heißt, ihr könnt das Licht dimmen, weil ihr nicht viel Licht braucht. Weder für die Fische noch für die Anubias. Und ihr braucht wenig Strom für Heizung, um die Temperatur zu erreichen. Und so könnt ihr insgesamt die ganzen Kosten runterfahren. Und gleichzeitig habt ihr ein tolles Aquarium mit ganz tollen Fischen, die echt interessantes Verhalten an den Tag legen. Allerdings wird es noch ein bisschen dauern, bis hier Fische einziehen jetzt. Denn das ist auch was, was man, wo sich so ein bisschen die Geister streiten. Tanganyika, ich habe ja schon davon gesprochen, ist eher hartes Wasser, hoher pH-Wert. Das bedeutet, wenn ihr in einer Region lebt wie ich, wo wirklich das Wasser sehr weich ist, dann müsst ihr gucken, dass ihr das aufhärtet. Und ich bin da noch nicht ganz zu einem Schluss gekommen, welches Mittel ich dafür nehme. Aber eins kann ich euch schon mal verraten. Wenn ihr ein großvolumiges Aquarium habt, so wie das plus noch größer, also 200 Liter und mehr, kann das sehr teuer werden, weiches Wasser aufzuhärten, wenn ihr die Standardpräparate kauft, die es halt so gibt. Und ich möchte schon gucken, ob ich Hausmittelchen verwende, um das Wasser aufzuhärten, weil die erheblich günstiger zu haben sind. Und ich möchte auch hier die Betriebskosten und den Aufwand so niedrig wie möglich halten, so wie bei all den Aquarien, die ich bisher so betrieben habe und was ja auch so Thema meines Kanals ist. Möglichst geringe Kosten, möglichst hübsch, aber möglichst wenig Aufwand. Und deswegen möchte ich dem Ganzen auch treu bleiben und gucken, dass ich etwas das Wasser aufhärte, weil wir haben hier eine Carbonathärte von 3. Ist vielleicht auch noch spannend, die Materialien, die hier jetzt drin sind, haben das Wasser bisher nicht aufgehärtet. Also die Carbonathärte liegt bei 3. 3 finde ich schon ein bisschen sehr niedrig für Tanganyika-Barsche. Eigentlich wäre 15 ideal. Ich will aber gucken, dass ich auf 10 komme. Ich finde, 10 Carbonathärte ist ein guter Kompromiss. Das heißt, ich muss 7 Grad aufhärten und da bin ich jetzt gerade noch am gucken, wie ich das mache. Womit ich das mache, das erfahrt ihr natürlich hier auf dem Kanal. Und wenn ich dann soweit bin, dass ich das passende Mittel gefunden habe und den Wert auch stabil halte, dann können Fische einziehen. Und warum? Streiten sich da jetzt die Geister, ob man das überhaupt machen muss oder nicht. Naja, wenn ihr keine Wildfänge haltet, dann sind das ja in der Regel Fische, die aus der Zucht kommen und die, je nachdem, wo der Züchter sitzt, werden auch in Leitungswasser schwimmen. Und das kann natürlich auch mittelhartes Wasser sein. Und deswegen halte ich es auch nicht für zwingend erforderlich, dass man dann unbedingt die Parameter des Sees auch im Aquarium hat. Sondern ich glaube, man tut den Fischen schon guten Gefallen, wenn man dann einen guten Mittelwert auch anstrebt. Und meiner Meinung nach, also das ist Meinung, ne? Ich bin da wissenschaftlich nicht so tief drin, aber ich denke, dass auch wenn es Nachzuchten sind, die vielleicht weicheres Wasser gewöhnt sind, dass die von ihrer Biologie her es angenehmer finden, in härterem Wasser zu schwimmen, so wie es eben auch in der Natur ist. Ich will euch jetzt eigentlich nicht länger langweilen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Pflanzen findet und überhaupt das ganze Layout und meinen Plan. Und ihr könnt ja schon mal rumspekulieren, was oder gar nicht spekulieren. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, was für Tiere ihr jetzt hier einsetzen würdet. Ist jetzt nicht so, dass ich mich daran dann gebunden fühle, aber es interessiert mich wirklich. Was würdet ihr machen? Wie würdet ihr das Becken besetzen? Kann ja sein, dass ich am Ende auch den Fisch tatsächlich dann da einsetze, den ihr auch nehmen würdet.
Und vielleicht lasse ich mich ja auch inspirieren, aber ich finde es einfach auch spannend. Und ja, insgesamt muss ich sagen, gucke ich mir das gerne an, das Becken, und bin ganz gut zufrieden damit. Und ich kann euch nur animieren, meinen Kanal zu abonnieren, wenn euch diese ganze Thematik interessiert. Und jetzt nicht nur Tanganyika, sondern ich habe ja mittlerweile Meerwasser, Tanganyika, dann Südamerika, Asien. Also mittlerweile decken wir hier schon fast alles ab. Und ich habe auch echt eine Menge noch vor und einiges in der Planung. Und wenn das alles so gut läuft, wie ich es mir vorstelle, könnte das noch sehr spannend werden in der näheren Zukunft. Und auf lange Sicht sowieso. Also ich will hier auf jeden Fall weitermachen und ich habe jede Menge Spaß daran. Also lasst gerne ein Like da und wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo. Und ja, ich sag bis nächste Woche. Ciao.